Ich habe etwas mehr gemacht als sonst. Sagt, wenn es nicht genug ist. Bilde ich mir das ein oder ist da auch mehr Gemüse drin als sonst? Du bildest dir es nicht ein. Ich dachte, für einen Gast aus Krystarium kann es ruhig mal etwas Besonderes sein. Das ist doch selbstverständlich. Wir freuen uns über jeden Besucher. Es kommen ja nicht so viele. Weißt du, ich koche nur selten für Leute, die freiwillig hier sind. Die meisten wurden verstoßen und kommen, um zu sterben. Ich habe meine Mutter hierher gebracht. Alleine hätte sie es nicht mehr geschafft. Wir können keinen heilen. Wir können sie nur bis zum Ende begleiten. Und ihnen den letzten Teil der Reise etwas leichter machen. Dies ist kein Ort der Hoffnung. Es ist ein Ort des Abschieds und der Würde. Als meine Mutter ihren letzten Atemzug tat, habe ich vor allem eins empfunden: Dankbarkeit für den Frieden. Ja, seine Zeit ist gekommen. Wenn es doch nur leichter wäre, die Hand derer loszulassen, die man schon so lange begleitet hat. Dann wünsche ich mir jedes Mal, dass der Krieger der Dunkelheit endlich erscheint und all dem ein Ende macht. Der Krieger der Dunkelheit? Ja, weißt du das denn nicht? So genau kenne ich mich auch nicht aus, aber es gibt doch diese alte Überlieferung. Ein Krieger des Dunkels bringt mit Schwert und Speer nicht Tod, sondern Erlösung. Das Leben, das von ihm beendet, kehrt heim ins dunkle Himmelsmeer. Lass niemand ziehen, lass keinen fliehen, ob gute Seel oder verwandelter Vertilger. Ich glaube, so ging ein Teil des Gedichts. Gesehen habe ich so einen Krieger natürlich noch nicht. Wahrscheinlich ist es nur ein Märchen. Wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Glaubst du? Ich mochte das Gedicht immer, weil der Krieger der Dunkelheit darin allen, uns und den Vertilgern, das Leben zurückgibt. Er kommt. Teslin! Halrig ist verschwunden. Dabei habe ich ihn nur ganz kurz aus den Augen gelassen.
Und? Hast du was gefunden? Ich habe auch keine Spur. So weit kann er doch gar nicht sein. Hoffentlich haben die Sündenverträger nichts damit zu tun. Komm, wir suchen weiter. Da ist einer. Und zwar ein ganz großer. Er ist auf der Jagd. Schnell, hinterher! Nicht. Heilrik! Renn! Renn weg! In dieser Welt gibt es nichts, was man nicht braucht. Nutze deine Zeit bis zu allerletzt. Stirb in Frieden. So ist es doch, Mutter. Nein, Tesslin, nein. Verzeih mir, Alize.
Es ist gut, euch wiederzusehen. Alle drei. Versteht ihr jetzt, in welchem Zustand sich diese Welt befindet? Ja, wir haben alles gesehen, mit eigenen Augen. Die Lichtflut hat fast das ganze Land verschlungen. Und die Überlebenden werden von den Sündenvertilgern dahingerafft. Ja, der Kampf gegen sie scheint in der Tat aussichtslos. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Chancen zu unseren Gunsten zu verbessern. Ich habe erkannt, dass die großen Sündenvertilger die kleineren zusammenhalten, so wie man es bei bestimmten Insektenvölkern beobachtet. Wenn man also einen Großen besiegt, sind die anderen nicht mehr in der Lage, sinnvoll zusammenzuarbeiten. Sie geben auf und verlassen ihr Areal. Wie wird Julmor reagieren, wenn wir Jagd auf die Sündenvertilger machen? Vorthree bezieht seine Autorität hauptsächlich daraus, dass er diese Scheusale kontrolliert. Wenn wir nun daherkommen und die Sündenvertilger beseitigen, wird er darüber sicher nicht erfreut sein. Es führt kein Weg daran vorbei. Um Vorthrees Einfluss über Julmor zu brechen, müssen die großen Sündenvertilger ausgerottet werden. Das ist mein Ziel. Und eures, wenn ihr die achte Katastrophe verhindern wollt. Gut. Ich werde es euch erklären, aber seht mir nach, wenn meine Ausführungen etwas länger dauern. Vor langer Zeit zersplitterte die Welt in 14 Teile. Die Ursprungswelt, aus der ihr kommt, und 13 Splitterwelten, von denen diese Welt eine ist. Die Welten sind voneinander getrennt, vermögen sich aber zu beeinflussen. Das gilt besonders für die Ursprungswelt, aus der alle Welten gekommen sind. Nehmen wir nun einmal an, dass in einer Splitterwelt eine der Elementarkräfte anormal stark ansteigt. So wie Wasser von einem höher gelegenen Punkt aus nach unten fließt, strömt diese übermäßige Elementarkraft von der Splitterwelt in den Ursprung. Das hat dort natürlich verheerende Auswirkungen. Das Feuerelement zum Beispiel kann große Feuersbrünste oder extreme Dürren auslösen. Eis führt zu einer bitteren Kälteperiode und so weiter. Das Gleichgewicht des Ursprungs wird geschwächt und dann kann ein anderes Unheil, gefährlich aber für sich genommen keine weltenzerstörende Bedrohung, zu einem Riss in der Wand führen, welche die Welten voneinander trennt. Dann kennt der Fluss der Energie kein Halten mehr. Der Splitter vereint sich mit dem Ursprung. Die übermäßige Elementarenergie, die der Splitterwelt innewohnte, fließt dabei komplett in die Ursprungswelt und verstärkt dort mit einem Mal das Unheil, das den Riss verursacht hat. Erdelementare Energie erzeugt Beben von solcher Gewalt, dass sie den Erdmantel selbst zum Bersten bringen. Wasserenergie lässt Tsunamiwellen zu Sintfluten anschwellen, die ganze Kontinente verschlucken. Dies sind die Katastrophen, welche das Angesicht des Ursprungs vollkommen verwandeln. Bisher sind 7 Splitterwelten mit dem Ursprung vereint, wodurch 7 Katastrophen über ihn hinwegfegten.
Und nun ist der erste Splitter mit derart viel lichtelementarer Energie geflutet, dass die Voraussetzungen für eine neue Verschmelzung gegeben sind. Der Grund für die unnatürliche Ansammlung des Lichts sind die Sündenvertilger. Jeder der Großen, von denen ich eben gesprochen habe, herrscht über ein Territorium und verbreitet dort ein gleißendes Licht. Sie sind es, die Norvrand, das der Lichtflut nur knapp entkam, die Dunkelheit raubten. Um das Gleichgewicht des ersten Splitters wiederherzustellen und die Vereinigung aufzuhalten, müssen diese Lichtbringer beseitigt werden. Mein Bruder und ich haben uns schon den Kopf darüber zerbrochen, wie man ihnen beikommen kann. Bisher ohne Erfolg. Die Lichtbringer lassen sich nicht oft blicken und außerdem sind sie mächtige Gegner. Uns blieb nichts anderes übrig, als auf dich zu warten. Entschuldigt die Störung, Kristallexarch. Ich habe eine dringende Meldung. Holminster wurde von den Sündenvertilgern überfallen. Es sind mehr als sonst. Der Bote befürchtet, dass das Dorf komplett ausgelöscht werden könnte. Wenn die Sündenvertilger bei Holminster sind, können sie auch Crystarium erreichen. Schließt die Tore und verstärkt die Wachen. Eile zurück zum Dorf und beobachte die Situation. Aber betritt es nicht, bis ich da bin. Sag das auch den Zwillingen. Zu Befehl. Jetzt wird sich zeigen, wozu du fähig bist. Komm, die Sündenvertilger warten.